Kies und Kreis und Kies und Kreis und Kies und Kreis im Wald. Flugzeug stürzte ab und Kies und Kreis sind jetzt im Wald. Alle tot und nackte Menschen, Blut verschmiert im Wald. Kies und Kreis und Kies und Kreis, ja, die sind jetzt im Wald. Kies und Kreis, ja, Kies und Kreis, ja, die sind jetzt im Wald. Mann, Alter, ich blick gar nicht mehr durch. Ich meine, was ist hier auf der Insel nur los? Ich brauch sowas wie News. Hallihallo und herzlich willkommen zu den Ken Ugluglak Wald News. Wir haben tolle Neuigkeiten. Ubululuk vom Westmuschelstrand hat eine neue Erfindung gemacht. Er nennt es das Rad. Wir sind vor Ort und fragen nach. Nun ja, dieses Rad, das ist echt praktisch, ne? Aber jetzt gehen die ganzen Arbeitsplätze weg. Früher haben wir 8 Schlepper gehabt. Jetzt brauchen wir nur noch einen, der einen Karren zieht und einen, der draufpackt, ne? Das ist schon kacke. Der Malko hat gesagt, der wird jetzt Cave Raper, hat sich eine Keule gekauft. Aber ob das Zukunft hat, das weiß ich auch nicht. Das waren die Ugluglak Wald News. Wir freuen uns auf die nächste Episode. Vielen Dank. Endlich bin ich mal im Bilde. Also, Sie haben jetzt das Rad erfunden hier, oder wie? Waren das nicht Muschelschlepper? War das nicht... Oh, geht schon wieder los. Die Nachrichten, Alter. Die hören nicht auf. Die Ugluglak Wald News, Alter. Wo ist der Muschelstrand West, Alter? Was machen die für Forschungen? Die sind da Muschelschlepper, habe ich gehört. Ach ja, aber die Arbeitsplätze gehen natürlich jetzt weg durch das Rad. Klar, ne? Jetzt braucht nur noch einer den Karren ziehen, die anderen müssen draufpacken. Das ist halt schon hart, ne? Oh, die Schlepper Mann, sind schon echt böse. Na, der arme Klotombo. Der arme Klotombo, Alter. Aber was will er jetzt werden, ist die Frage, ne? Ich habe gehört, er hat eine schwere Glutamanvergiftung. Glutaman? er sah aus wie Mann. wie alt war er denn? Ungefähr. Er sah aus wie Mann. ich habe gehört, wir wollen heute wieder irgendwelche waldigen, schmutzigen Abenteuer erleben, ne? Waldige Schmutzabenteuer, ey. Ich frag mich, was noch für Erfindungen kommen in den nächsten Tagen. Was da noch alles abgeht, ne? Bei den News werden wir es erfahren. Weiß ich nicht. Nur wenn man die nächste Folge guckt. Alter, was ist das da, eine Ente? Ich überlege gerade, ob ich hier irgendwie so... Kann man in den Stein... Jetzt kann man da was reinschlagen? Das gar nicht. Kann man da was rausschlagen aus dem Stein? Oder ist das einfach dann am Ende eine massive Wand? Das sind halt so die Fragen, die wir uns alle stellen, das, ne? Das mit den Federn immer noch nicht hingekriegt haben, ne? Ist halt hochkomplex, so ein Federzeug. Aber ich nehme mir mal so ein Entenfleisch mit. Wo war denn die... Die Wasserhöhle. Das war hier. Oder? War das hier? Wo war die Höhle mit dem 3D-Drucker? Wo war die denn? Braucht man doch die Schaufel für, oder nicht? Nee. 3D-Drucker nicht. Soweit ich weiß, in der Wasserhöhle gibt es dann die Schaufel. Aber wenn uns nur Ken Kentman die News... Ken Kuklutak. Ja, aber guck mal, wenn man keine Sprache hat, dann muss man ja auch irgendwie die Namen so, ne? Naja, klar. Das waren früher alles erstmal nur Laute. Ja, eben. Und das muss voll schwer gewesen sein, wenn du dann so ein Tribe hattest, über 15 Mann. Der eine hieß Klip-Klopp, der andere Klopp-Klipp. Weißt du, Klip-Klipp. Bist du Klip-Klipp oder bist du Klip-Klipp? Ich dachte, ich wäre Blip-Blip-Klapp. Ich dachte, ich wäre Blip-Blip-Klapp. Nein, du bist Blip-Blip-Klapp. Oh, das wird schwierig mit der Steuererklärung dieses Jahr. Die hast schon Steuer? Muschelsteuern. Muschelsteuer. Und am Muschelstrand West. Und am Muschel an der West Coast. Ja, aber hat man doch wirklich, man hat doch so Muschelhaufen gefunden von naja, so... Naja, Muscheln waren damals Währung. Je mehr sie gescheinied waren, umso mehr waren sie halt wert, ne? Shiny Muschel, ey, wenn du noch eine ordentliche Perle drin hattest. Wenn du eine Perle drin hattest, boah, da konntest du die Frauen vom Stamm kaufen. Deswegen nennt man das auch meine Perle. Meine Perle, ey. Ja, weil du hast, in der Verpackung weißt du nie genau, Perle könnte rosa, könnte aber eine, weiß so ich eine nicht, Braunbuschperle sein, ja. So eine Braunbuschperle, so eine eklig ranzige. Ich hab eine Niete gezogen. Alter, siehst du fleischig aus. Ja, du bist aber auch ein ganz schöner Fleischmann. Ein kleiner Wurstmann bist du. Ich hatte auch hier Fleischmaniose, deswegen sehe ich so aus. Sieht aus, als hättest du irgendwie über die Feiertage bei Tönnies gearbeitet. Hab die Tönnies-Schicht weggekloppt. Schön Tönnies-Schichten über Feiertage. Du, YouTube, das wirft immer nicht so viel ab. Das wirft nichts ab, Alter. Hier, Forest.
gar kein Geld. Dezembergeld schmeckt nur bei großen YouTubern. Ja, nur bei werbefreundlichen großen YouTubern. Aber das, was wir veranstalten, ist ja bei jenseits von jeder... YouTubern, die nie lügen und immer die Wahrheit sagen. Ja. Ich bin auch hungrig und durstig. Ja, ich muss mir auch gerade irgendwas zwischen die Zähne reindrücken. Habe ich denn noch Fleisch? Oh, ich habe noch ein gekochtes Fleisch. Guck mal, Fleisch. Hier oben habe ich immer noch dieses eine Beyblade-Stück. Ja. Einen hübschen kleinen Blade. Ja. Wow, es leuchtet. Guck mal, wenn du das in die Hand nimmst, dann spratzelt das. Nimmst du mal in die Hand? Ach so, den Blade, ja, den habe ich doch hier irgendwo. Habe ich den denn? Nimm mal den Blade in die Hand. Blade? Ach so, nee, hä, wo ist der denn? Keine Ahnung. Oben. Wo oben? Ich habe hier eine Kanone. In so einer Ecke. Warte, ich muss aufmachen. Es ist in der Nähe vom Alkohol. Überm Münzgeld. Ist das so ein Stück Muschel? Alkohol, mein Münz. Ach, da! Was war die Melodie? Ja. Was ist, wenn wir uns die Muschelstücke vereinen? Ich weiß nicht, irgendwie der wilde Waldorgler macht hier Waldorgelmusik. Ah, Waldorgeln, ey, als ich jung war, habe ich das auch oft gemacht. Bin ich noch mit dem Dreirad in den Wald gezischt und hab abgeorgelt. Ja. Ja klar, habe ich hier mit Graf Glucklack vom Westmuschelstrand. Aber ich habe gehört, hier oben im Norden, ne? In der Rheinfabrik. In der Rheinfabrik. Oben beim Rheingold. Waren wir jetzt hier in der Höhle schon mit Ausrüstung? Nee, ne? Doch. Also, oder wir da, haben wir da nicht mit der Seilkanone. Ah, nee, getaucht sind wir aber noch nicht, ne? Nee, wir sind ja nicht getaucht. Hier kann man ja tauchen, oder? Ich weiß es nicht mehr. Das ist jetzt halt auch schon wieder so ewig her. Wohl, nee, tauchen kann man hier nicht. Ich werd's rausfinden. Für den Westmuschelstrand! Man kann auch hochrutschen? Klar. Das ist Hightech, Mytech. Oh! Ja, jetzt bist du tot. Nee, ich bin runtergefallen, weil... Da waren so Lappen, die wollten mich ablenken. Meinst du fiese Lenklappen? Ja. Du musst aber auch aufpassen, dass du hier nicht auf so einen Stalagniten fällst. Kommt immer drauf an, wenn du dir die Rosette davor butterst, ist es natürlich ein tolles Abenteuer. Haben wir den hier schon gelootet? Ja, nee, aber der hat Klebeband und so dabei. Haben wir hier einen Hai drin getötet? War das da, wo wir den Hai getötet haben? Nee. Haihappenhöhle, die war woanders, oder nicht? Das war doch am Strand, oder? War der nicht am Beach? Ja, eben. Haihappen war woanders. Ne, guck mal, hier geht's ja jetzt in dieses Zentralloch rein. Ja, da eben. Waren wir doch noch nicht, oder? Wir haben noch nicht zentral gelocht. Nee, im Zentralloch waren wir noch nicht drin. Das wüsste ich. Da hätte ich auch noch... Meine Loch-Emotionen wären viel größer. Ich bin gar nicht mehr geweidet, also kann ich da gar nicht drin gewesen sein. Okay, da vorne ist auf jeden Fall schon mal ein Willi. Ja, der Willi, der Waldmann. Willi Waldbürger. Dass der aber auch immer im Wald wirkt, nie außerhalb, ne? Nee, das machen die nur im Wald. Gewürgt wird nur im Wald. Ist halt mit Anstand und so. Anstandsbürger. Anstandsbürger. Wir hatten damals in unserer Jugend, wenn wir auf Cola-Ball gegangen sind, hatten wir immer einen Anstandsbürger dabei. Das sagt immer meine Großtante. Lern doch mal ein nettes Mädchen auf dem Cola-Ball kennen. Ja. So war das früher, dass man schön auf den Cola-Ball gegangen. Hat da hübsche Damen kennengelernt. Ja, früher haben... Ey, guck mal, der atmet noch. Immer noch. Jetzt nicht mehr. Nee. Ich habe keine Batterien mehr, sehe ich gerade. Alter, Taucherschuhe. Neopren. Ich muss mal eben meine Lichtquelle wechseln. Wo ist denn das Feuerzeug? Mach dir doch mal, das bringt ja gar nichts. Mach doch eigentlich mal so eine Fackel. Wie macht man denn so eine Fackel? Einen heißen Lappen. Ja, Lappen, Stock. Wieso rüste ich jetzt Stoff aus? Warte mal, ich mach mal eine Fackel. Stoff und Stock. Ja, ich habe auch schon eine. Oh, nimmst du die? Zündest einen alten Lappen an. Bam. Aber das ist doof, dann hast du Licht, aber kannst nicht mehr prügeln. Ja klar, Alter, die brennen ja. Ach so. Das ist nicht schön. Ich hab die
die Schuhe nicht gelootet hier. So. Boah, guck mal, wie er brennt. Die blöde Sau. Neopren. Aber die machen doch nicht viel Schaden, die Fackeln, oder? Was hat er denn? Ich weiß nicht, irgendein Anfall. Also glücklich schaut er jetzt nicht aus, ne? Guck dir, der atmet bei mir noch, bei dir nicht? Hat er denn nicht auch ja, so? Ja, doch. Ja, ja. Dann geht doch voll die Pumpe. Na gut, der hat gebrannt, ne? Da würde ich auch atmen. Da würde ich auch mal ein bisschen... Boah! Oh nein! Oh Gott! Ich bin in irgendwas reingeslippert, doodelt. Oh Gott. Meine Fackel brennt aber noch. Das ist anscheinend eine, die auch unter Wasser funktioniert. Phosphorfackeln. Schöne, illegale, weiße Phosphorfackel. Guck mal, hier gibt's Höhlennudeln. Höhlennudeln? Höhlennudeln. Na, ölig sind die vielleicht auch. Oh, geil, erstmal schön ein bisschen Vicodin. Alter, hier ist Gold. Hörst du das? Hast du gerade gehört? Irgendjemand hat da gerade so... Ich weiß nicht, Rasenmäher hat einen angeworfen oder so. Wo sind denn eigentlich die Fackeln? Hier. Na, der alte Klassiker. So, jetzt sehen wir auch mal ein bisschen was. Eigentlich, wenn du so eine Leuchtfackel wirbst, ohne sie anzuzünden, müsste sie doch eigentlich noch funktionieren, oder nicht? Ja, eigentlich schon, ja. Geht's hier unten eigentlich weiter? Weiß ich nicht. Ist hier was? Nee. Nee, sind wir nur das Landebecken. Das Landebecken Alpha. Schön unten am Slenderback. Ich kann keine Medizin mehr tragen. Ich auch nicht. Ich bin voll im Rausch, Alter. Ich hab mir richtig die Schwengelgolds reingedudelt. Alter, was machen die denn da? Irgend so ein Gebetskranz. Nee, der eine, guck mal, der da, der fasst sich doch an Lachs. Sehe ich doch. Soll ich mal eine Granate hinwerfen? Boah. Oh, ich habe schon wieder Pillen gefressen aus Versehen. Deswegen brauche ich immer so viele. So, ich werf mal hier eine. Denkst du, die haben Spaß damit? Weiß ich nicht. Alter! Den hat's zerlegt. Sein Kumpel so, was war das? Frankie? Frankie! Wir standen die letzten 5 Jahre hier so rum und... Achtung, da kommt noch eine. Der dicke Gausen. Der so Schmelzgausen. Schöner Gausenschmelz. Ja, früher haben die alle hier noch Gause gegeben. Gausen gehabt. Früher hat man noch wertgeschätzt, so ein paar Gausen. Aber da ist noch so eine Typ-Oma. Ist RIP. Ich höre immer so ein Rülpsen oder so, Alter. Ein Bäuern, ja, ich höre auch so ein Bäuern in der Ferne. So kleine Bäuerchen, ne? Hat ein hartes Sodbrennen. Boah, ich hatte Sodbrennen wieder über die Feiertage. Richtig übel. Weil ich mich so nur viel von Dreck ernährt habe. Ja, ja, was heißt Dreck? So war ja alles selbst gekocht, aber die Mengen machen es dann halt auch. Selbstgemachtes Taki. Ne? Was ist das hier? Klone! Hinten hat einer Fadenspritz irgendwie gemacht. Ja, aber guck mal, die verlieren... Doppelgaußen-Zwillinge. Oh nein. Hast du Granaten? Oh, jetzt gerade nicht griffbereit. Mal, ich hab. Halt sie da noch ein bisschen hin. Achtung, da liegt einer. Steckt fest. Boah, Alter, wie du geflogen bist. Und das Vieh lebt noch. Nee, ist tot. Ich hab's erwischt. Los, reingausen. Solange sie noch warm und wabbelig sind. Schnell an die Wabbelgausen. Au, oh, da kommt noch einer. Der geht mir voll in die Rüstung, ne? Naja. Ah, da kommt der nächste. Shots fired, oh Gott. Also
unsere menschlichen Waffen haben echt keine Relevanz gegen die. Nee, die sind ziemlich buff Dude. Achtung, Granate! Oh, Alter! Sagt er mir eine Sekunde, bevor sie explodiert. Ja, aber du kriegst keinen Schaden, tot. Oder? Ach, oh, natürlich. Was? Echt? Ich dachte, Friendly Fire ist off. Nein. Jetzt ist meine ganze Rüstung auch weg. Du bist aber auch so ein alter schwarzer Lehrer oder keine Ahnung. Los, rein! Alter, Puerto Ricanischer Lehrer im Extremviertel. Was mache ich nur mit diesen Keyen da? Ich habe keine Batteries mehr. Ich auch nicht, deswegen ist hier voll dark auch. Alter, da hinten steht noch einer rum. Was macht der da? Der speichelt doch. Das sind zwei. Guck mal, hier so eine Doppelverspeichelung. Ist nur irgendwas zum Sprengen, ja, da? Ja, ich hab noch. Nee, ich hab nichts mehr. Uff. Mama, ich baue was zusammen schnell. Kommen die schon? Weiß ich nicht, ich bin im Menü. Das ist nicht so clever. Aber irgendwie atmet mir einer so fettig in den Nacken. Es fühlt sich so an, als würde man eine Fritteuse in meinen Nacken entleeren. Ja, ja. Alter, was ist hier los? Hier sind nochmal Twins. Uff, die Gaussen-Zwillinge hier. Wo bist du? Was machst du denn? Hier, ich kämpfe mit den Geschwister Gaussen. Wo sind die? Überall. Oh mein Gott. Ich habe einen erwischt. Einer ist tot. Oh, die klemmen mich hier in so eine Stalaktiten-Ecke. Boah, ich werde von hinten angegaust. Spalte ihre Backen. Ich versuch. Oh. Ja, ja. Reinstechen. Ich bin fast tot, ey. Ich kann nicht reinstechen jetzt. Achtung. Wow, wow, da kommt noch einer. Hinter dir. Alter. Ich bin quasi tot, Alter. Boah, mir geht's auch nicht gut. Nur eine Ibuprofen rein. Alter, jetzt kommen noch die Gaussen-Babes. Die Gaussen-Babes. Brückenbabys. Vorsicht, die sind aus Belgien. Bam. Kleiner belgischer Belger. Finde Medizin, sagt er zu mir. Ich habe jetzt 5 Packungen Tabletten gefressen. Das hier, kann aber stich auch nicht mal den so Gaussen-Mann. Boah, Alter, das war ja wild, was hier unten abgeht. Boah. Kann man eigentlich auch Fallen für Gaussen-Zwillinge. Kann man auch Fallen für große Tiere eigentlich bauen? Bestimmt. Das waren doch die Gaussen-Zwillinge mit Bella und Gigi Gaussen-Hadid. Bella und Gigi Gaussen-Habib. Warte mal, ich kann hier wieder Ort entdecken. Wartungsbunker A. Ach, hier wieder, ne? Das ist, was ist das immer? Ich habe eine Taschenlampenvorrichtung gesammelt. Was ist denn eine Taschenlampenvorrichtung? Die kannst du an eine Waffe dran machen. Hey, irgendwer stöhnt sich hier aber auch noch ordentlich einen runter, ne? Hier sind Pillen. Alles gut. Oh, da ist er schon wieder. Alter, wie viele Zwillinge sind denn hier unten im Forschungszelt? Zwillingszelt. Wo ist meine Fackel? So. Macht jetzt erstmal richtig schön knusprig. Ja.
Die hat die Zwillinge. Ich glaube. Tot? Ja, ist nicht so schlecht. Haut sammeln sind. Nein, nein, solange die Haut noch kross ist. Ist wie KFC. Ja, ganz fresh. Ich meine, man kriegt ja sonst nichts hier. Aber klar, Nudeln und so. Wo müssen wir denn jetzt eigentlich hin? In die Richtung, ne? Sind das so Map-Points, wo dann die Map auf der Map aktualisiert wird, wenn wir diese Laptops nutzen, ja, quasi? Ja, anscheinend. Das ist alles neu, aber anscheinend ja. Damit du halt weißt, wo du hin musst, ne? Oh nein, Brückenbabys! Komm, mach die belgischen Belger da kaputt. Der belgt mich aber. Der lebt noch! Jetzt brennt er. Und bricht zusammen. Gönne ich mir noch mal ein paar knusprige Pillen. Na, hol ich mir aber schön noch mal hier ein paar Knusperflake-Pillen. Schöne Knusperdrops. Schön knackig in den Hals, die Dinger, ne? Ja, lecker, lecker. Oh, lecker. Ich hol mir, glaube ich, mal so einen Energy-Riegel. Mit meinen mutanten Händen. Ich bin aber auch echt noch so ein richtiger Mutantenmann. Noch bist du auch fleischig. Also noch Gesicht bin ich sehr wurstig. So, ja. Aber hier machen wir eine kleine Pause und sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Bewerten, kommentieren. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschö. Tschüdelü.